erste Mal, dass ich auf einer Kanzel stehe. Ich bin ungetauft und habe deshalb keine Erfahrung mit solchen Dingen. Sehr gut. Also, nun, ich glaube, ich sollte vorausschicken, nicht, es ist, was der Vollgeldinitiative ist, nicht alles falsch und an der Argumentation der Vollgeldvertreter ist nicht alles falsch. Ich würde sogar sagen, es ist sehr vieles richtig an dem, was sie sagen. Also beispielsweise, richtig ist, wie sie zeigen, dass Chiralgeld entsteht. Sie sagen, richtigerweise, wir müssen uns eine Bankbilanz vorstellen, und das Chiralgeld entsteht, indem auf der Aktivseite Kredit gegeben werden und auf der Passivseite eine Einlage gewährt wird. Das ist vollkommen richtig, das ist genau das, was passiert. Und es ist in der Tat nicht so, wie es im Sekundarschulheftchen da draußen im Eingang steht. Es ist nicht so, wobei ich muss gleich sagen, also ich habe noch niemanden an einer Universität gehört, der die Geldschöpfung so erklärt, wie es in diesem Sekundarschulheftchen da drunten steht. Also muss man klar sein, nicht wahr? Ich habe es nicht so gehört und ich habe es auch nicht so unterrichtet. Gut, also so wird Chiralgeld effektiv geschaffen. Das ist vollkommen richtig. Was nicht ganz richtig ist, ist das, in welchem Maße es geschaffen wird. Es ist nicht so, dass einfach die Banken so viel Geld schaffen, wie sie können, sondern sie wollen damit auch Geld verdienen, und wenn sie zu viel schaffen, dann verdienen sie damit kein Geld. Also das ist, machen sie keine Gewinne, wenn sie zu viel von diesem Geld schaffen, wie andere Leute, die andere Dinge schaffen, auch nicht viel verdienen, wenn sie zu viel davon machen. Und richtig ist auch die folgende Überlegung. Richtig ist beispielsweise die Gefährlichkeit, die Krisenanfälligkeit des Bankensystems. Das stimmt, wenn wir uns eine Bankbilanz vorstellen, dann können wir das kurz zusammenfassen in folgender Weise. Wir können sagen, auf der Aktivseite haben die Banken wenig Zentralbankgeld, wenig Cash, so wie die englischen Banken, von denen Herr Binswanger gesprochen hat, wenig Cash und eine Menge Kredite. Kredite sind normalerweise riskante Dinge. Und auf der Passivseite, was sehen wir da? Eine Menge Schulden und sehr wenig Eigenkapital. Also wenig Cash, wenig Eigenkapital, sehr viel Kredite, sehr viel Schulden. Und dass das krisenanfällig ist, das dürfte klar sein, namentlich wenn die Schulden folgendermaßen definiert sind. Die Sichtschulden, also jene, die sie zu Zahlungen verwenden. Diese Sichtschulden heißen ja nichts anderes, sind Verträge, die sagen, die Bank ist verpflichtet, ihnen Zentralbankgeld zu liefern, auf Wunsch und zwar sofort. Und das ist ja gar nicht vorhanden. Also insofern ist die Argumentation der Vollgeldleute vollkommen richtig. Die Argumentation ist ferner auch noch richtig als unter einem Vollgeldregime. Da gibt es keine klassischen Bankruns mehr. Es gibt also den Bankrun wie bei der Spar- und Leihkasse Thun, der letzte der Schweiz, in der Schweiz, nicht wahr? Wo die Leute Schlange standen vor der Bank. So, solche Bankruns, das gibt es unter Vollgeld nicht mehr. Das gibt es unter Vollgeld nicht mehr. Also insofern haben Sie ebenfalls total recht. Das stimmt, nicht wahr? Etwas irreführend ist freilich die Argumentation, dass Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Es ist eine Formulierung, die mindestens für den Laien sehr irreführend ist. Denn ich habe Tests gemacht mit Unterschriftensammlern und anderen Laien und sie gefragt, ja Moment mal, wird denn da irgendeine Art Falschmünzerei betrieben? Was ist denn das ganz genau? Und da sagen sie, ja, das ist eine Art Falschmünzerei, wird da betrieben. Und das ist nur ein Missverständnis. Das ist keine Falschmünzerei, die hier betrieben wird. Es ist nicht
dass die Banken Geld für nichts kriegen. Also die Empörung, ich muss arbeiten fürs Geld und die können das Geld einfach selber machen. Moment mal, da stimmt doch etwas irgendwie nicht, nicht wahr? Diese Argumentation, dieser Reflex ist leider ein Irrtum. Denn die Banken schaffen das Geld, sie schaffen nicht einfach Geld wie die Falschmünzer Farinet im 19. Jahrhundert, der sein eigenes Geld gemacht hat im Wallis und damit und das in Umlauf gebracht hat. Notabene, die Leute wussten sogar, dass es gefälscht war. Aber das ist eine andere Frage. Aber die Banken schaffen nicht einfach auf diese Weise Geld, sondern sie verlängern die Kredite, wie richtig gesagt wird, und sie verlängern die Einlagen auf der anderen Seite. Und die Banken bereichern sich damit auch nicht, denn die Aktiv- und die Passivseite, die wachsen im Moment der Geldschöpfung in genau demselben Maße. Sie bereichern sich dann durch die Dienstleistung, die sie erbringen. Man könnte sie fast mit einem Generalunternehmer im Bau beispielsweise vergleichen. Also sie nicht durch die Geldschöpfung, durch den Franken, den sie da schöpfen, wie die Vollgeld heute sagen wird, bereichern sie sich, sondern sie bereichern sich durch die Dienstleistung, die sie den Einlegern und den Kreditnehmern leisten. Das ist wichtig und das Geld aus dem Nichts, tut mir leid, Herr Binswanger, aber ich finde das eine irreführende, namentlich, für uns ist das natürlich egal, nicht wahr, aber für den Laien ist das nicht ganz egal, wenn man sagt, Geld aus dem Nichts, denn da kommt die Falschmünzerei schon rasch ins Bewusstsein. Gut, also wir können sagen, der klassische Bankrun, der verschwindet in der Tat. Aber es gibt praktisch alle anderen Probleme bleiben bestehen. Beispielsweise, nicht wahr? Es kommt alles sehr darauf an, was man den Banken dann auch noch verbietet. Der Akzent wird gesetzt darauf, dass die Banken kein Geld mehr, keine Sichteinlagen, keine Checkable Deposits mehr schaffen können. Aber es gibt noch eine Menge andere Dinge auf der Passivseite. Ja, ist Overnight Money, also ein Kredit über Nacht, ist 7 Tage Geld, 7 Tage Einlagen, ist das noch erlaubt? Ist 10 Tage Einlagen, ist 1 Monat Einlagen, ist 1 halbes Jahr Einlagen, ist das noch erlaubt? Je nachdem, wie viel wir da noch erlauben, dann kommen genau dieselben Dinge vor, wie wir sie beim Bankrun haben. Nur kein Bankrun, die Bankerstarrung kann trotzdem passieren, dass plötzlich über Nacht plötzlich sagen, die Einleger sagen, so, wir erneuern unsere Kredite nicht mehr. Schluss, Amen. Das kann immer noch passieren, das heißt also, Geldmarktstarre ist immer noch möglich. Wenn wir sehr viel Dinge verbieten auf der Passivseite, dann ist zwar diese Starre weniger wahrscheinlich, aber dafür ist es wahrscheinlicher, dass wir nicht mehr wissen, wo die Kredite herkommen sollen. Dann, wenn man sagt beispielsweise, es dürfen nur 10-jährige Einlagen bei Banken sein, dann ist es unter Umständen schwierig, dass für die Kredite dann die nötigen Finanzierungen zu finden. Das ist das Problem. Hier ist man in einem Dilemma. Gut, das ist, kommt hinzu, ist das Problem der optimalen geldpolitischen Steuerung ist nach wie vor vorhanden. Das bleibt, nicht wahr? Welches Zwischenziel soll die Zentralbank beispielsweise verfolgen? Soll sie einfach die Vollgeldmenge erweitern? Und nach welcher Regel soll sie erweitern? Soll sie die Vollgeldmenge im Sinne von M2, Vollgeldmenge plus Termineinlagen, soll sie das beispielsweise zu steuern versuchen? Das ist damit noch nicht, gar noch nicht klar gesagt und das ist ein großes Problem der Geldpolitik. Das war es und wird es auch unter Vollgeld sein. Dann eventuell ist die optimale Steuerung der Geldpolitik gar nicht jene, die irgendeine Menge steuert, sondern vielleicht ist es irgendein Zinssatz. Wir wissen es nicht. Die Ökonomie streitet sich darüber, was man nun anstreben sollte. Genau. Und vor allem auch die Frage stellt sich auch noch,
Wie steuert man beispielsweise bei offenen Finanzmärkten, wenn also unsere Banken mit der ganzen Welt in Beziehung stehen und die ganze Welt bei uns Konten hat und wir in der ganzen Welt Konten haben, wie sollen wir dann steuern? Das ist ebenfalls noch nicht entschieden. Diese Frage, die geht nicht weg mit Vollgeld. Auch notabene die multiple Kreditschöpfung geht nicht weg. Es geht die multiple Sichteinlagenschöpfung, die geht weg, aber die multiple Kreditschöpfung, die geht in keiner Weise weg. Es kann immer noch diesen im Lehrbuch der Sekundarschule dargestellten Multiplikator kann es immer noch geben auf der Termineinlagenseite. Ist immer noch absolut möglich. Dann Fristentransformation. Relativ kurzfristige Einlagen, relativ langfristige Kredite, auch das ist nach wie vor möglich, es sei denn, man verbietet das auch. Das kann man natürlich, aber dann muss man schauen, wie man das System dann regelt. Dann gibt es ein politikökonomisches Problem. Eine der Attraktivität der Vollgeldinitiative ist die, dass sie in Aussicht stellt, dass die gesamte Staatsschuld liquidiert werden kann und nachher inkremental zusätzliche Mengen von Vollgeld geschaffen werden können. Das ist nach meiner Meinung sehr optimistisch. Ich habe einmal, ein Zürcher Regierungsrat hat mir einmal, als ich ihm sagte, ja, ihr solltet eigentlich in guten Zeiten ein bisschen Geld auf die Seite tun und in schlechten Zeiten solltet ihr dann etwas mehr Nachfrage schaffen, sagt er, ja, Sie glauben wohl an den Weihnachtsmann, nicht wahr? Der Meinung, dass die Politik wenn viel Geld vorhanden ist, das auf die Seite legt oder so, dass sie auf sowas verzichtet, das ist etwa, dass ein Hund einen Knochen spart oder so. Das gibt es nicht. Und ich habe größte Zweifel, dass die Politik in der Lage ist, sich so zu disziplinieren, wie das dann notwendig wäre. Die Vollgeldinitiative sagt natürlich, wir haben eine unabhängige Zentralbank, aber eine Zentralbank kann auch nicht total unabhängig sein, wenn die Politik es nicht will. Ein Problem ist dann schließlich das Übergangsproblem, das will ich jetzt noch beiseite lassen, wir können darüber später noch diskutieren. Ich will nur ein paar ganz wenige Dinge auch noch sagen. Die Initiative hat, man kann so sagen, sie hat klein und groß geschriebenes. Sie hat klein und groß geschriebenes. Sie hat kleine Nebensatzausweichklauseln, wenn wir das genau lesen. Also beispielsweise, es wird groß geschrieben, feste Kontrolle der Vollgeldmenge im Rhythmus des Realwachstums. Klein geschrieben, wenn man genau liest, steht, aber bei Bedarf situativ dann doch Abweichungen davon, nicht wahr? Groß geschrieben steht, keine Notenbankkredite im Endzustand, wenn alles fertig ist, so nicht wahr. Klein geschrieben, auch Herr Löpfe hat das bereits erwähnt, klein geschrieben, bei Bedarf dann doch Notenbankkredite an die Banken, wenn die Banken sonst zu wenig Kredit geben würden. Groß geschrieben steht, stabile Währung mit festem potenzialorientierten Zunahmen der Vollgeldmenge, klein geschrieben steht, aber bei Aufwertungsdruck der Währung, dann würde dann doch interveniert, um den Wechselkurs irgendwie unter Kontrolle zu halten. Das ist aber dann nicht mehr Kontrolle, bedingungslose Kontrolle der Vollgeldmenge, sondern das ist opportunistische Kontrolle der Vollgeldmenge. Dann, groß geschrieben, es gibt ständig direkte Überweisungen an den Staat. Kleingeschrieben heißt, man könnte es auch anders machen. Großgeschrieben steht beispielsweise periodische Zunahme der Vollgeldmenge im Gleichschritt mit dem Potenzialwachstum. Und was macht man dann, wenn sich herausstellt, dass die Vollgeldmenge plötzlich zu groß war? Da findet man auch eine Antwort in der Vollgeldliteratur. Dann nämlich steht dort, dann der Staat muss dann die eigentlich ursprünglich als ewig und unverzinslich gewährten Kredite dann plötzlich doch zurückzahlen. Ich möchte das ganz genau sehen, wie das vor sich gehen würde, wenn man plötzlich sagen würde, ja, jetzt muss er trotzdem diese Kredite zurückzahlen.
dann groß geschrieben ist auch, es braucht dann eigentlich praktisch keine Bankenregulierung mehr, die wird praktisch überflüssig, denn alles ist ohnehin sowieso dann stabil. Aber klein geschrieben steht dann doch, dass die Bilanzstrukturen reguliert werden müssen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich die Lösung unserer Probleme ist. Und ich denke, ich will es vielleicht nur kurz sagen, ich glaube, es gibt eine bessere Methode. Es gibt eine bessere Methode. Die Methode würde daraus bestehen, dass man die langfristig, inkremental, wesentlich die Eigenkapitalquoten erhöht, dass die Banken, das ist etwas Banales, nicht wahr? Aber ich glaube, das ist etwas, was wirklich ohne größere Erschütterungen durchführbar ist. Mit mehr Eigenkapital wird indirekt auch die Liquidität verbessert, denn eine Bank, die genügend Eigenkapital hat, die riskiert nicht in Starre zu verfallen. Das, glaube ich, das sind Methoden, die eigentlich zielführender sind und vor allem die Erschütterung der totalen Systemumkrempelung nicht mit sich bringen. Wir sollten wirklich vorsichtig sein, denn die Finanzmärkte warten nicht ab, wie kommt etwas heraus, sondern die Finanzmärkte, die schauen nur in die Zukunft, nur die Zukunft interessiert sie und sie können in jede Richtung reagieren, wenn sie das Gefühl haben, da passiert etwas auch nur Unvorhersehbares. Ich danke.